So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Letztes Mal haben wir einen Part lang keinen Super Expert One mehr gemacht. Jetzt sind wir wieder beim Expert One und es geht einfach weiter. Wir sind bei Nummer 14 und jeder neue Level ist ein weiterer Rekord für uns. 14 Leben haben wir noch. Läuft also. Lava Tower Autoscrolling und es ist vorbei. Wow, oh, okay. Gut, dass man dem Troll ausweichen kann. Ist das ein Troll überhaupt? Kommt da irgendwo was raus? Wir gehen einfach mal weiter. Ja, wir gehen vielleicht auch einfach nicht weiter. Okay, ich kann da gar nicht rein. Yo, das scrollt aber... das machen wir so. Oh Gott, das wird... Oh mein Gott, das wird unangenehm. Hilfe. Hilfe, das wird richtig unangenehm. Okay. Nein! Oh. Dumm. So, aber jetzt weiß ich es ja, was hier los ist. Jetzt kann ich das alles auch ein bisschen eher starten. Kommen wir hier auch viel eher hoch und können auch viel eher hier oben einfach durchlaufen. So viel dazu. Okay, schnell, schnell, schnell. Okay, lauf, 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 lauf. Okay. Alla. Oh, nee, 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 mein Freund. Hä? Was soll ich denn da machen? Da ist nichts. Hä, was mache ich da oben? Da ist nichts. Womit soll ich da arbeiten? Da ist nichts. Habe ich schon gesagt, dass da nichts ist? Nein! Alles. Aber was mache ich da oben? Da ist nichts. Ich verstehe es nicht. Jetzt haben wir schon wieder ein Problem. Weil selbst wenn ich hochkomme, weiß ich nicht, was ich tun soll. Und wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, werde ich sterben. Ich muss also rausfinden, was ich tun soll, bis wir da oben sind. Was kann ich auf einer freien Fläche machen? No! Mann! Ich kann einen Dreisprung machen. Oh nein, ich muss einen Dreisprung machen! Und das unter Druck. Weil die Lava sofort steigt. Ich habe wahrscheinlich genau einen versucht, den Dreisprung zu setzen. Und dann, wenn er nicht richtig gesetzt ist, ist vorbei. Geil.
Okay, schnell, 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 schnell. Go, 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 go. Go, 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 go. Hopp, 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 hopp. Okay, wir sind oben. So. Auch das kriegen wir hin. Oh Gott, okay. Ah, ich muss darüber. Oh nein, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. So, und jetzt muss ich den Dreisprung machen. Es reicht ein Zweier. Es reicht ein Zweier. Oh nein! Ich weiß doch nicht, wie das Ding fährt. Aber es reicht ein Zweier. Das ist gut zu wissen. Sieben Leben. Nicht gut. Warum ist das in Expert? Das ist voll super Expert, das Level eigentlich, oder nicht? Finde ich. Keine Ahnung. Haben das so viele Leute geschafft, dass das in Expert gelandet ist? So. Ja gut. Weil wir wissen jetzt, wo ich hin muss. Aber jetzt wissen wir es wieder nicht mehr. Ich könnte doch direkt rüber twirlen, oder? Oder nicht? Keine Ahnung. Scheiße. Boah. So, man hat hier zum Glück wieder genug Zeit aufzuholen. Und dann geht's hier recht schnell hoch. Und auch hier geht's recht schnell hoch. Also man hat schon genug Möglichkeiten aufzuholen. Das ist eigentlich ganz gut so. Problem sind jetzt halt echt die Schlangen. Weil die halt so absolut unkontrollierbar sind. Weil man halt nicht weiß, wo die hinwollen. So, jetzt fahren wir direkt los. Die fährt da irgendwo rüber. Jetzt fährt sie sogar rund. Was bist du denn für eine Nuss? What? Betrug. Wir machen das anders. Ich gehe da mit Wandsprung hoch. Das muss doch reichen. Was ist das denn für eine blöde Schlange, Mann? Mich wundert es ja, dass ich jedes Mal das Springboard erwische, richtig. Also. Nein! Nicht gut, nicht gut. Das war's. Oh mein Gott, das hätte sogar noch geklappt. Ah, verdammt, damit habe ich aber nicht gerechnet. Vier Leben. Scheiße. Scheiße, was ist das für ein Level? Nein! Okay. Wir haben noch mal eine Chance. Lauf, 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 lauf. So, gut. Jetzt haben wir alles aufgeholt. Ist in Ordnung. Zack, zack, zack. Hoch da. So. Da kommen wir auch problemlos durch. Da kommen wir auch problemlos hoch. So. Nein! Was? Was? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich hatte doch einen Doppelsprung. Nein! So ein verschenktes Leben, Mann. Oh, nee. Was sagt eigentlich der Weltrekord? 1,25. Leck mich fett. Woo!
So, was ich probieren wollte, ist Folgendes. Das reicht. Okay, sehr gut. Oh boy! Dann warte ich aber ein bisschen, bis die Lava noch ein bisschen gestiegen ist, bevor ich da hochgehe. Weil sonst zieht die mich zu hoch. Sonst zieht die mich zu schnell hoch, dass wir sie auch wieder misst. Oh mein Gott, ey. Nein, ja. Oh, ich habe mich schon sterben sehen. Okay. Also wir fahren ein bisschen langsamer hoch. Wir warten ein bisschen. Und dann... Es ist wieder zu schnell, oder? Okay, ich sehe zum Glück, dass die rüberfährt. Und da geht's weiter. Hey, den hätte ich holen müssen. Den hätte ich holen müssen, ne? Scheiße. Scheiße. Wenn man es halt nicht weiß. Ach, Kacke. Letztes Leben. Letztes Leben. Jeder Fehler ist jetzt das Ende des Worts. Hätte das nicht laufen können. Was? Was habe ich jetzt gemacht? Das ist ärgerlich. Na komm, dann spielen wir die Fuselit Panic. ...4,02% und 30 Sekunden klingt doch ganz nett. Scheiße. Ach, ist das so eine heiße Kartoffel-Level? Jo. Nice. Wie mache ich das denn am blödsten? Kann ich die hochschubsen? Ja, kann ich. Ah, weg damit. Wir gucken erstmal, was so alles noch kommt. Ja, so hätte ich das machen müssen. Okay, dann geht's einfach hier hoch. Easy. Dann hier rüber halten, durch die Tür. Hochwerfen. Ja, mehr kann ich jetzt leider noch nicht sehen. Oh,
das war knapp wahrscheinlich, glaube ich. Nein! Ja, moin. Habe ich wohl nicht losgelassen. Sag mal. Bin ich's oder was? Gibt's doch nicht. Oh, das ist immer creepy. Der Raum ist echt creepy. So, jetzt einfach nicht rechtzeitig, nicht zu bald zurückdrehen. Dann läuft die Geschichte hier auch. So, jetzt muss ich aber mich schicken. Weil ich muss die ja weiterhin mitnehmen wahrscheinlich. Spannend. Das war jetzt halt ein neuer Raum, den kannte ich halt noch nicht. Mist. Mist, Mist, Mist. Großer Mist. Why? Oh, das war knapp. Das wird knapp. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, das war nicht so gut. Ah, die gehen alle rückwärts bis auf das letzte. Ah, das wird kritisch, da durchzukommen in der Zeit. Das wird richtig unangenehm. Der Raum ist auch creepy as sonst was. Okay, ah, so machen wir das. Sehr schön. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Oh Gott! Nein! Can you feel the pain I feel right now? Kill me. But that's the level.
alles überhaupt nicht creepy oder so. Von der Raum hier, das fühlt sich jedes Mal so an, als ob es explodieren würde. Jetzt kommt der Spaß hier wieder, aber das hat vorhin Funk. Nein! Oh Gott! Okay, jetzt ganz schnell. Zack. Und zack. Ah, es kann so einfach sein. Oh. Meine Herren. Meine Herren. Das war nervenaufreibend. Okay, Frank, hast du noch so ein kurzes? Das sieht nicht kurz aus. Die Dangerous Fire Snakes. Ah. Du bist keine Fire Snake. Ihr seid Fire Snakes. Aber ihr seid nicht dangerous. Du bist auch keine Fire Snake. Du bist nur ein einzelnes kleines Stück. Okay, ihr seid Fire Snakes. Ja. Soweit einfach. Das Problem ist, wenn das noch schwieriger wird. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? So. Ah, da ist was runtergekommen. Da fällt die. Ja, natürlich fällt die. Hätte ich dran denken können. Habe ich nicht. RIP. Aber soweit ist das Level doch eigentlich ganz nett. Man kann vor allem schön durchlaufen, wenn man weiß, wie es aussieht. Okay, so gut durchlaufen kann man dann auch nicht. Ein bisschen warten sollte man vielleicht schon noch. Aber dann kann man ganz gut durchlaufen. Also man muss nicht lange warten. Nur beim ersten Mal, wenn man sich die Abschnitte kennt. So, da warten wir jetzt ein kleines Stück und jetzt geht's runter. So, jetzt sind wir schon wieder hier. Das war ja gar nicht so wild. Jetzt muss ich nur an die Pflanze denken. Die war ja dumm, echt. Dass die gerade dann runterfällt, wenn ich da durch... Natürlich bin ich vorm Checkpoint gestorben. Warum denn auch nicht? Ah, lass mich in Ruhe. Ach, jetzt sehe ich den Haken. An der Sache. Okay. Ah, ich kann da hängen. Oh, ich muss da rein. Und ich muss es wieder drücken. Okay, cool. So far. Wow, das geht. Die drehen rum. Damit habe ich nichts gerechnet. So, ich hoffe, ich brauche die Plattform nicht nochmal. Nein. Okay, cool. Ah, die gehen darum und dann gehen die darum und jetzt gehen die darum. Da kann ich aber stehen. Da kann ich nicht stehen. Da kann ich stehen. Da kann ich raus. Oh Gott, ach Gott. Muss denn immer alles so creepy sein? So, Bosskampf. Das sieht aus wie einfach nur aushalten, oder was? Ach so, ich muss die immer triggern, dass die da runterfallen. Und wo ist jetzt meine Schlüssel? Da ist meine Schlüsseltür. Ich habe es fast nicht gesehen. Oh Gott, das habe ich... Oh, okay. Wir sind nochmal richtig vorsichtig. Ich möchte jetzt hier nicht sterben. Dankeschön. Huh!
Schönes Level. Schönes Level. Nicht ganz so creepy. Sehr, sehr schön zu spielen. Ich weiß, warum ich Frank gefolgt bin. Der baut halt echt auch cooles Zeug. Der baut halt echt auch cooles Zeug. Da kann man in 56 Sekunden durch. Holy moly. Wo habe ich denn jetzt... Ich bin nach dem Checkpoint nicht gestorben, ne? Nee, nur vorher. Das heißt, nach dem Checkpoint habe ich ja eigentlich nur rausgefunden, wie das Level aussieht. Und da kann man so viel schneller durch. Ja gut, beim Bosskampf habe ich ein bisschen rumgewuselt. Das kann man natürlich ganz schnell machen. Das ist richtig. Aber boah, 56 Sekunden ist schon heavy. Okay. Eins haben wir noch von Frank hier oben, den dornigen Tunnel. Schauen wir halt mal kurz rein. Wir haben ja gerade erst 26 Minuten. Also theoretisch können wir jetzt noch 4 Minuten dafür aufopfern. Dann haben wir alles von Frank auch wieder aufgeholt. Der gute Frank 88. Oh, ich habe keinen Drehsprung. Wir sind in 3D-Welt. Ich wollte Drehsprung machen. So. Ah, du fällst runter. Daran hätte ich denken können. Also hier ist alles dornig. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Oh mein Gott. Wer es noch nicht bemerkt hat, hier ist alles voller Stacheln und dornig. Und es wird unangenehm hier. Okay. Ach so. Ach so. Ja gut, dass ich daran gedacht habe. Ja, jetzt bin ich wieder ungeduldig und mach wieder Quatsch. Ich sehe das schon. Aber es funktioniert noch ganz gut. So, jetzt sind wir schon wieder hier. Okay, zack, zack, zack. Läuft. Jetzt können wir wieder ein bisschen vorsichtiger spielen, weil jetzt ist neu. Das war fast nicht so gut. Okay, mach den kaputt. Dankeschön. Sehr freundlich. Checkpoint. Dankeschön. Oh, zu langsam. Ach, aber dann sterbe ich nicht. Das ist cool. Oh. Okay. So nicht. Oh. Okay. Nicht stoppen. Ich muss nicht stoppen. Ich kann direkt voll drauf. Nein, das wird nicht gut gehen. An dem Ding sterbe ich dann nämlich. Nur an den Stacheln sterbe ich nicht. Okay. Okay, nice. So, der macht gleich wieder böse Sachen. Renn! Boom. Okay, oh, jetzt wird's kritisch. Wow! Da muss ich, glaube ich, schnell durch, weil sonst kriege ich den nicht mehr hoch, ne? Sonst kriege ich den nicht mehr hoch und das wäre nicht so gut. Okay. So, das kriegen wir hin. Das hatten wir schon mal. Zack. Bam. Bumm. So, jetzt hier. Nein, der bleibt da stehen. Okay, ich kann da sogar jederzeit durch. Cool. So. Checkpoint. Please. Das ist kein Checkpoint. Oh, muss ich das jetzt wieder timen mit der... Ich glaube, wir machen das anders. Ich werde das versuchen, mit dem Wandsprung zu kombinieren. Das
kommt mir besser, sicherer vor. So. Das ist ja noch nicht das Problem gewesen hier. Okay. Nein, wir machen es doch so. Okay. Ach, genau vom Ziel. Das kann ich ja leiden. Ah, genau vom Ziel wieder gestorben. Mann, aber sehr schön. Haben auch mal wieder den Frank aufgeholt. Dann bin ich doch noch ganz persönlich, was den Part hier angeht, auch wenn wir leider durch den Lavaturm alles verloren haben, was wir uns in den letzten Parts aufgebaut haben. Aber wir haben ein Level mehr jetzt im Rekord. Naja, hätte besser werden können. Ich meine, wir haben 14 Leben in diesen Scheißturm gelassen. 14 Leben. Was soll's? Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Vielleicht kommt jetzt am Wochenende mal wieder SMW-Hack. So ein bisschen. Ich glaube, Stevie hat schon längst eine neue Demo rausgehauen. Vielleicht könnte ich die mal spielen. Müssen wir mal gucken. Aber ich werde mich langsam wieder in Richtung SMW orientieren. Ich werde aber auch bei Mario Maker, ne, immer so vielleicht so ein bisschen hin und her. Keine Ahnung, ich nehme mir mal ganz viel vor, dann mache ich es doch nicht. Also verlasst euch nicht auf das, was ich sage. Guckt einfach, was ich hochlade. Danke fürs Zuschauen und tschüss.